Viel schlimmer. Wenn ich dann mit Thomas. Oh ja! Die Sprachqualität wird auch viel besser. Toll, und wie tötest du jetzt auf die Schnelle den anderen, wo die Gegner immer wieder spawnen? Hat er nicht mitgedacht, ne? Ganz toll. Wieso? Ich hab doch genug. Ach so, du hast mehrere Raketen? Wieso hast du mehrere Raketen? Ich hab 3 Stück. Sag das doch. Reicht genau für 3 Packs. Ja, dann mähe den mal nieder. Einer weniger. Muss nur jeder Schuss ein Treffer sein, dann geht's auch. Oh Gott, wir sind verloren. Er läuft, da schießt einer auf mich und der andere läuft einfach so locker an mir vorbei, weil. Warum nicht? Warum auch nicht, nicht? Ja, dann kill. Hast du Granaten? Könntest du den Truck mit Granaten killen? Ah! Wo läufst du denn rum? Wunderbar. Komm, hier will ich's her und töte den Truck, ohne dass wir auf die Straße laufen müssen. Einer weniger. Muss gucken. Welchen Truck meinst du denn? Den Truck, der auf der Straße steht. Da wo ich bin, komm her. Wo bist du? Du bist völlig falsch, du kannst da gar nicht weiter. Auf der an der Ecke steht, ja. Du kannst da nicht weiter, komm her. Ja, ja, ich komm. Das ist Lex. Lex ist gar kein Ausdruck mehr. Hoffe ich richtig? Keine Ahnung. Wenn du tot bist, bist du falsch. Eine taktische Karte? Ja. Muss die Leute dann rechts und dann. Ich hole mir jetzt das noch ein Bier aus dem Kühlschrank. Da vorne bist du doch schon. Wenn du jetzt so schön die Granate drüber wirfst, kriegst du den Truck platt. Und wir müssen uns nicht wieder ewig mit Gegnern quälen. Ach, den meinst du? Ah. Ich dachte, du meinst den linken von uns jetzt. Welchen linken? Keine Ahnung, der da links steht noch. Das ist ein Bierlaster. Ein Milchlaster, was auch immer das ist. Ja, genau. Genau den. Boah, das ist grauenhaft. Los, wirf. Die Sprachqualität. Das knarzt immer so. Wirf eine Granate. Schnell, bevor die Gegner um die Ecke kommen. Ich werde beschossen. Die erstmal schießen und dann um die Ecke kommen. Erst wieder hinter die Ecke kriechen und dann tot umfallen. So. Das war nix. Oh, zu tief, zu tief. Hast du keine mehr oder was? Doch, bitte. Ich muss anpeilen. Ja. Das war ja auch nix. Den Laster, nicht das Gebäude. So? Na also, geht doch. Okay. Ich hätt's gleich beim ersten Mal geschafft, aber. Sie feuern auf mich! Ich werde von ihnen getroffen! Ich weiß nicht. Im Prinzip soll es durch die Lecks beschissen werden, aber ich finde die Trefferphysik dadurch viel interessanter. Noch interessanter, als es so schon ist. Das ist ein bisschen lustiger, ne? Mhm. Okay. Feind getroffen! Ach, schön. Jetzt sind wir gleich wieder beim Schiff, ne? Einer weniger. Theoretisch. Vielleicht können wir es benutzen, um damit durchzubrechen. Nein. Einer weniger. Sie schießen auf mich. Komm schon. Ja, ja, tschüss. Feind gegenüber. Gegenüber? Was heißt hier gegenüber? Oh, den habe ich ja ganz vergessen.
Scheiße! Ja, du hast 55 Sekunden. Jo. Ich versuche es. Explodiert denn sonst nicht immer? Ach du, da kommen welche. Nee, doch nicht. Hat sie erledigt. Lauf wieder zurück. Heil mich. Ich dachte, der wäre schon irgendwie weg, weil der nicht kam und. Ja, anscheinend ja wohl nicht. Mein Squad ist ausgeschaltet worden, stimmt doch gar nicht so. Erstmal einen Schuss nachladen. Okay, wo sind sie denn? Mal gucken. Oh, Granaten-Action. Ach ne, ich habe keine Granaten mehr. Scheiße. Gibt's denn noch Munition irgendwo? Irgendwo gibt's immer Munition. Nur nicht da, wo wir sind. Soll ich da mal hinlaufen? Ja. Mach wie du denkst. Dauert zwar ein bisschen, aber komm. Ich belebe inzwischen die Leute wegen wieder und unter der Deckung der Rauchgranaten, die scheinbar kein Schwein interessiert. Ich bin zurück! Sind unter feindlichem Beschuss! Sterb jetzt nur nicht, weil ich bin zu weit weg. Du machst das schon. Ich komm aber gleich wieder. Ich hab das Fahrzeug mal gekillt. Ich bin nur fast tot. Sonst geht's mir gut. Komm schon. Ich meine gut, ich kann jetzt mein Herz sehen, aber das heißt ja nicht, dass es mir nicht gut geht. Feind getroffen! Wenn das jetzt noch schlägt, ist alles in Ordnung. Bin mir nicht sicher, es ist gerade rausgefallen. Das zappelt am Boden. Versuche ich mal so. 3 Leben noch. Und du schmeißt natürlich vorbei. Aber jetzt kommen sie wenigstens um die Ecke, ist auch gut. Das waren dann alle, oder? Weiß nicht. Ich geh mir erstmal Heilung holen. Da hinten ist noch einer. Einer ist noch. Das ist deiner. Erste Hilfekasten gefunden. Okay. Bricht die Kreuzung an. Ja, die Kreuzung bricht mich auch an. Schön, dass diese Dinge hier gar keine Strom. Mach das jetzt langsam mal. Ich gehe noch mal gucken. Jawohl. Auf zum Boot. Row, 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 boat, boat. Ach, richtig, es erscheinen da ja gleich wieder aus dem Nichts welche und töten dich. Nein, sie töten dich diesmal. Nein. Das Gebiet ist gesichert. Wir haben die Fähre. Sie können die Leute ein. Ich stehe nämlich jetzt ganz sicher hinter meinem Sandsack. Irgendwie stehst du jetzt zu weit hinten. Du hättest viel weiter vorne stehen müssen, oder? Nur ich fahre diesmal auch weit hinten. Ich bin ja gar nicht erst so weit nach vorne gegangen. Komische Sache. Ich lauf gleich hinter zum Laster, du machst das hier, oder? Oh, kann ich machen. Wenn du kein Bier willst. Vielleicht bringt's ja was, wenn wir hier. Oh, die sind sogar schon da, die Jungs. Okay, wir haben die Fähre. Aber es sieht so aus, dass der Tank leer ist. Schieren! Feind hinter dir! Können wir irgendwo tanken? Feind ja, hinter dir! Es gibt einen Haufen von Fässern auf der anderen Seite des Docks. Es ist mehr als wahrscheinlich ihre Nachfüllstation. Roger, wir gehen und beschaffen uns Fässer. So. Mach dir darüber erst später Sorgen. Mehrere feindliche Kräfte nähern sich den Docks. In Ordnung, Leute. Wir werden uns aufteilen müssen und das Schiff verteidigen, während die anderen. Glaube ich, lass sie erstmal diese anfangen. Shadow, bleib hier mit deinen Leuten. Da kommen sie. Ich lass sie erstmal die töten, weil sonst hast du gleich doppelte Belastung. Okay, ich hab alle. Okay, muss nur noch kurz einen von meinen wiederbeleben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich aber im MG bleiben sollte oder lieber nicht. Naja, wo willst du sonst groß hin? Kannst übrigens die Treppe nicht hoch, habe ich schon probiert. Ja, manuell alle ausschalten, nicht mit MG. Wenn du das als einfacher empfindest? Weiß nicht, das MG steht ein bisschen weit weg.
schön auch, wie lange es dauert, bis ich endlich mal losfahre. Ah, jetzt geht's los. Ich gebe einfach Dauerfeuer auf alles. Schön ruhig hier. Okay, bisher geht's noch. Nimm mal alles in die Luft hier, bitteschön. Volle Gas! Ja, wir geben jetzt am MG Vollgas! Okay. Lief besser diesmal. Töten einfach alles. Passt dann schon. Hui, ich glaube nach dem dritten Mal haben wir es endlich geschafft. Spielcrash. Nein. Ich höre einfach nicht auf zu schießen, dann wird alles gut. Nein. Feind gegenüber! Feind gegenüber! Was ist der Feind hier ständig gegenüber? Wohnt er hier in der Nachbarschaft oder was? Wollte auch gerade sagen. So, jetzt kommt gleich wieder dieser tolle Jeep, der dann einfach hier in die Wand fährt. Das ist wie Terrorist Takedown. Das ist so dämlich, der fährt einfach gegen die Wand und explodiert, auch wenn du nichts tust. Jetzt wäre es ein guter Zeitpunkt, Flash! Verstanden. Die Motoren laufen, wir sind durch, Sir. Worauf wartet ihr? Auf eine Flasche Champagner? Los! Ich glaube, wir waren so 5 Sekunden. Wir verließen die Fähre, ja, und hofften es unbemerkt zu Juarez Insel schaffen zu können. Aber wem haben wir einen Scherz gespielt? In nur wenigen Sekunden befanden wir uns im harten Sturm der Artillerie und brennendem Schwefel. Wir wurden vorgetroffen. Das Schiff wird angegriffen. Hilfe. Es sinkt. Die Titanic sinkt. Zusätzliche Inhalte freigeschaltet, toll. Sie haben das Addon freigeschaltet, ey. Nein, ist dir gelungen, an Bord der Fähre zu fliehen, ja. Ich hab's gesehen. Gott. Nasse Dämmerung. Wie viel kommt denn danach noch? Und die Rache kommt noch. Ruinen. 3, 4. Das müsste das letzte sein. Abschluss war die erste, ne? Absturz war das erste. Ja. Also 4 Missionen noch. Mhm. Die machen wir heute aber nicht mehr alle. Eine noch, oder wie? Ja, das reicht dann. Dann 3 beim nächsten Mal hoffentlich. Nein. Bei der SES hatte ich diesen Ausbilder, der einen unter Wasser hielt. Und man musste lernen, nicht zu steuern. Das Training rettet dir an Tagen wie heute das Leben. Die Fähre versank. Wir klammerten uns an alles, was wir greifen konnten, und diese wenigen Stücke von Rumpf haben uns gerettet. Wie durch ein Wunder konnten wir es zum Strand schaffen. Durchnässt, frierend, aber am Leben und auf der richtigen Seite des Flusses. Endlich klappte etwas. Wir müssen aber schnell vom Ufer weg. Die Schweine, die unser Schiff versenkt haben, können uns aufs Korn nehmen. Die werden schon bald hier sein, um zu sehen, was aus ihren Zielscheiben geworden ist. Das Satellitenkontrollzentrum ist nicht weit weg, also müssen wir einen Weg durch den Dschungel finden. War es das, ja? Ja. Satellitenkontrollzentrum, hast du gehört? Wir kriegen einen Ionenwerfer. Ich werde den Geschmack von diesem ekelhaften Wasser noch wochenlang im Mund haben. Bete, dass es dort keine Piranhas gibt. Oder der Geschmack wird deine letzte Sorge sein. Hier, bitteschön, Miss Sheehan. Ich dachte schon, wir hätten sie verloren. Können Sie uns sagen, wo zum Teufel wir gelandet sind? Ich sag dir, wo wir sind. Auf derselben Seite des Flusses, von der auch die ganzen Granaten gekommen sind. Halt Maul, Zombie. Für heute habe ich genug gute Nachrichten gehört. Nun, er hat leider mehr Recht, als es dir lieb ist, Paladin. Sie sind direkt an den Küsten von Juarez Inseln.
30 Meilen südwestlich des Satellitenkontrollzentrums. Ich würde den Abstand zwischen uns und seinen kleinen Artillerie-Happy Troopers gerne vergrößern. Das Gebiet ist fast vollständig überwuchert. Du wirst dich hier wahrscheinlich gut verstecken können. Und es gibt auch viele Pfade im Dschungel, denen du folgen kannst, um dorthin zu kommen. Danke, Miss Sheehan. Betrachten Sie uns als verschwunden. Dschungel, so ein Mist. Man läuft vor Artillerie doch nicht weg. Da hat er ja noch mehr Vorteile. Nein, warte mal. Ja, im Wald. Definitiv, da ist etwas drin. Bäume? Feinde, alle Mann in Deckung. Die kommen von oben. Feind gegenüber. Spinnen. Ich hab den Typ in dem Rollenspiel ausgeschaltet. Hallo? Feind hinter dir! Hier ist ein Feind gegenüber. Ich kann den Typen da irgendwie nicht so richtig erschießen, habe ich das Gefühl. Willst du bitte mal sterben? Na also. Nein. Ich will nicht sterben. Ich meine den Typen hinter uns. Hab's alle erwischt. Wenn du schon mal in den Tod läufst, sehr gut. Ja. Ich hab sie voll erschreckt und dann sind sie alle weggelaufen. So, wo müssen wir denn lang? Wir können doch hier bestimmt nicht einfach laufen, wie wir wollen. Tja, keine Ahnung. Wir haben mal keine Anzeige. Ah, ich weiß, nein, da geht's nicht lang. Da hinten sind nur Bäume, da geht's bestimmt nicht weiter. Mehr als ein Weg, wie absurd. Männer, nee. Vor euch ist eine ganze Wand aus Rauch. Irgendwas brennt. Sollst du. Ja. Wir können es nicht verpassen. Eine Idee, was der Grund dafür sein kann? Das könnte alles sein. Aber es gibt in dieser Gegend ein Dorf. Napalm. Wo denn? Wir können uns diesen Scheiß nicht mehr für rausholen. Wir gehen rein und sehen nach. Achtung, feindliche Soldaten nähern Ups. Sich. Alles in Ordnung mit euch? Ich muss mich nochmal bei Ihnen melden, Ma'am. Runter! Was zum Teufel? Waren das Granaten der Regierung? Hä? Sehr unwahrscheinlich. Vermutlich nur fehlgerichtetes Feuer. Unser Glück. Wir sollten besser aufpassen. Chian, gibt es eine Chance, dass Sie diese Artillerie für uns finden können? Ich sehe schon. 10 Meilen östlich von dir gibt es ein großes Militärlager. Dort sind die Kanonen. Wie sie da stehen und einfach geradeaus irgendwie schießen. Nun ist Zeit. Wir neue Freunde bekommen. Wir sollen das Satellitenkontrollsystem ASAP erreichen. Ach, du bist auch da, okay. Ja. Ah, jetzt sehe ich es auch brennen, okay. Ich will mal kurz gucken. Da geht's nicht weiter, sondern wir sind da lang, natürlich. Vielleicht war da ja eine Schlange am Boden oder so. Ja, was zur Hölle? Sehr merkwürdig, die ganze Sache hier. Ich stelle mich mal hinter diesen soliden, kugelsicheren Busch. Der solide und kugelsicher ist. Wo müssen wir denn jetzt lang? Ach, da rechts. Rechts! Ist noch rechts. Ein Dschungel aus Kruppstahl. Kruppstahl, Bäume. Deutsche Eichen! Wir folgten dem Weg zum Dorf und der Gestank kochenden Fleisches traf auf uns. Das Letzte, Grillfest. Was wir je zu finden glaubten, war ein Überlebender. Das Letzte, was wir hier erwartet haben, ist ein Überlebender. Ach, der alte Mann blutete an zu vielen Stellen, um ihn noch lange am Leben. Ich nehme die Keule. Er wusste es. Man konnte es an seinem Blick sehen. Jetzt habe ich Obwohl gefressen. Er höllische Schmerzen gehabt haben muss, wollte er uns unbedingt erzählen, was in seinem Dorf passiert war. Juarez war mit seinen Männern gekommen und ist auf unkooperative Einheimische gestoßen. Das kranke Schwein hat ihr Dorf mit dem Boden gleich gemacht. Mit seinem letzten Atemzug bat uns der alte Mann,